Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video hier bei Eiszelle Peach. Wir sind wieder auf der Sperrmüllejagd. Es ist sehr frostig, es hat geschneit. Und ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video. Let's go. Bis gleich. So, meine Freunde, der Regen, der hat eingesetzt, Alter. Der Regen, der hat eingesetzt. Hat er richtig eingesetzt, Digga. Gut, Puppen vielleicht, weiß ich nicht. Ist ja nicht so meins. Was ist das denn? Die waren die Dinger, das kann man mal mitnehmen, Digga. Das ist ja cool. Nein, das kann man mal mitnehmen. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Der Regen ist ja richtig bestialisch. Oh. Ja, Freunde, hat angefangen zu regnen. Naja, die Tag Regen, Alter. Geisteskrank, ey. So, aber wir sind ja hart im Leben, ne? Hart im Leben, Alter. Ich sage es euch. Ja, Topf geht. Bügeleisen ist gut. Das müssen wir mitnehmen. Was müssen wir mitnehmen hier? AEG-Bügeleisen. Geht ja auch immer weg. So, alte Lampe braucht auch keiner. Was hier drin? Das ist ja so schwer. Oh, das ist gut. Das ist gut, die gehen weg. Die sind gut. Machen wir das mal da rein. So rollen das geht. Das ist top. Ist ja neu, Alter. Zack, rein damit. Aber Topf ohne Deckel will auch keiner. Aber den können wir mitnehmen. WMF, bitte WMF. Nee, aber den können wir mitnehmen, der ist gut. Zack. Regentage sind gut, weil dann keine Konkurrenz da ist, glaube ich. Weil die keinen Bock da drauf haben. Ja, okay. Das ist ein E-Bike. Aber die Reifen sind gut. Ich glaube, das kann man mitnehmen. Das kann man ja auch ohne Ehe nehmen. Das ist das erste Fahrrad, wo ich sagen würde, dass die Reifen top sind. Ja. Ja, Freunde. Ich würde sagen, das Fahrrad, das ist es. Gut, ich packe das Fahrrad rein. Ich check mal, ob ich das hinkriege. So, Fahrrad ist drin. Ich denke, das sollte funktionieren. Hier wegen der Tür sind manchmal, glaube ich, weniger Sorgen. Das müsste gehen. Grüße alle! Oh, ekelhaft. So, Freunde. Das hier fand ich ganz cool. Ja. Stars Collection Dose. Kann man auch mal mitnehmen. Ein bisschen Müll drin. Ne? Aber ich denke, das sollte man mitnehmen. Geht ja auch weg. Zack. Das hier. Barbie, Alter. Was er mitnehmen da, Alter. Hau ab da. Geil. Das bringt ja was. Sehr gut, weitermachen. Grüß alle. So, Freunde, was habe ich gesehen, Alter? Was habe ich mal gesehen, ja. Was ist das hier eigentlich, Alter? Erstmal checken, was das hier alles ist da. Da ist, glaube ich, nichts dabei. Oh, das ist so ein Drachen. Aber es sind alles so Kuscheltiere. Sehr schwierig zu verkloppen. Sehr schwierig zu verkloppen. Und den müssen wir mitnehmen hier. Ist doch geil. Ja, den nehmen wir mit, Alter. Let's go, Alter. Zack. Rein damit, Alter. Den muss er mitnehmen. Ja, Freunde, wir haben wieder was gesehen. Mal gucken, dass wir das hinkriegen. Was haben wir wohl gesehen? Was haben wir wohl gesehen? Was haben wir wohl gesehen? Ja, ganz genau. 1,50 Euro. 3 Euro. 3 Euro, 4,50 Euro. Also ich glaube, für einen Fünfer kann man ja mal wohl anhalten, oder? Aber Freunde, man kann ja wohl mal für 5 Euro anhalten kurz, oder? 1, 2, Auto auch wieder brechend voll. Also dafür kann man ja mal wohl wirklich kurz anhalten, oder? Wenn ich will, hat schon. Weiter geht's. Grüß alle. Bis später. Freunde! Der Winter ist eingebrochen bei uns. Ist das geisteskrank oder was? Ja, die Sperrmüllhaufen werden schwieriger. Man erkennt gar nichts mehr. Großartig. Boah, ist der nass, ey. Ja. Boah. Das kannst du komplett vergessen, Digga. Riesenteddy. Scheiße, ey.
Ja. Das Ding wiegt 30 Kilo, der ist komplett nass. Leckt mir am Arsch da. Weitermachen, munter bleiben. Und bis gleich, meine lieben Freunde. Der Schneefreunde, der hat ihr eingesetzt. Ey, ist das krank, oder? Leute, ist das krank? Ist das krank, ey? Ja, ich komme in viele Straßen gar nicht rein mit meinem Bussi. Aber egal. Ja, wir haben wieder was gesehen. Was haben wir gesehen, Freunde? So ganz halb eingeschneit. Ja, ein Coca-Cola. Davon hatten wir schon mal einen. Sitzkissen, Dose, whatever. Ist der Schneegeist ist krank. Naja, egal. Rein damit. Freunde, es ist sehr hart, hier irgendwas zu machen, weil es halt schneit. Es ist so geisteskrank. Ich komme in viele Straßen nicht rein, in die ich will. Aber wir probieren natürlich immer unser bestes Glück. Ich würde sagen, weitermachen, bis später. Es ist schon eine harte Nummer hier im Schnee. Ihr seht es selber. Man sieht hier nichts, ja. Ob hier irgendwie was ist oder so. Man sieht wirklich gar nichts. Das ist schon sehr hart. Man kann nur grobe Sachen irgendwie so ein bisschen erkennen. Ansonsten ist das sehr, sehr schwierig. Ja, man erkennt ja hier gar nichts, Alter. Ob hier überhaupt irgendwas ist, so. I don't know. Harte Nummer. Das sind die Probleme im Winter. Sachen sammeln. Egal. Wir gucken weiter, was wir noch so sehen. Ich würde sagen, let's go. Viel Spaß, bis gleich. Fazit zur heutigen Nummer. Sehr schwierig, denn alles ist voller Schnee und Eis. Das heißt, wir geben uns heute mal geschlagen. Aber ich bin nicht der Typ, der sich normalerweise geschlagen gibt, wisst ihr ja auch alle. Aber es gibt halt viele Fakten, die machen halt keinen Sinn. Erstens, mit dem Bus kommst du nicht überall hoch. Also wenn du so Berge hast und dann durch irgendwelche Gänge, durch irgendwelche Straßen, macht es keinen Sinn, dort hinzufahren, weil du kommst einfach nicht hoch. Ja, die Reifen drehen durch, ist alles glatt, etc. pp. Zweitens, die Sachen sind alle nass meistens, außer sie stellen es gerade raus. Und drittens, es liegt überall Schnee drauf. Man erkennt überhaupt nichts. Deswegen gehen wir uns heute mal geschlagen und wir machen morgen weiter. Was haben wir hier als nächstes? Das ist gut. Feinstes Kabel. Das kann man mitnehmen. Oh, noch mehr Kabel, geil. Das nehmen wir auch mit. Um Gottes Willen ist das schwer. 15 Kilo, Alter. Alter, DVD-Player braucht man nicht. Eine Vase. Nein, das braucht man alles nicht. Was haben wir gesehen, Freunde? Was haben wir gesehen? Was haben wir gesehen? Oh, der ist doch gut. IKEA-Kochtopf, geil. Den nehmen wir mit, meine Freunde. Weitermachen, ne? Der Regen und der Schnee hat auch aufgehört. Und wir haben wieder was gesehen. Was ist das hier, meine Freunde? Ist das hier nicht Playmobil? Jawohl. Dann nehmen wir das doch alles mit da, oder? Dann nehmen wir das doch mit. Hi. Und? Kannst was brauchen? Ja. Ja. Bist von hier, oder was? Kannst du DVDs brauchen? Ja. Wie viel hast du denn? Weiß ich nicht. 212. Ja, kann man mitnehmen. Sorry, dann gerade den Karton. Ja, alles klar. Nee, hab ich nicht. Kartönchen habe ich nicht. Was hast du denn sonst noch so? Was ist denn so mit Brettspielen oder so? Das ist ja Filme, ne? Ja, nehme ich auch mit. Check, schlägt das auf Gold. Ja, sehr gut, sehr gut. Warte, hab ich. Check, sehr gut. Geil, Freunde, da kriegen wir DVDs wieder. Hammer, ich gehe dir mal entgegen mit den Kisten hier. Tja, Freunde, so kann's laufen, ne? Das ist wieder voll. Geil. Ah. Oh, muss selber gucken. Ach so.
Ja, witzig. Alles klar. Danke euch, ja, alles Gute, ja. Ciao. So, Friends. Das ist doch geil. Das nehmen wir mit. Ich habe natürlich gerade eben noch extra die Chefin gefragt, was damit ist. Sucht von weg. Ja, weil da kann man sich ja auch nie sicher sein. Am Ende Klaus wird anfahren. So, jetzt muss ich erst mal ein bisschen Platz machen und dann nehmen wir das mit. Let's go. Whee! So, Freunde, schauen wir mal, was wir so hier finden. Ich habe schon was gesehen, ist ganz geil, glaube ich, aber sehr ranzig. Das ist so eine Kompaktanlage, wir brauchen aber einzeln, ne? Keine Ahnung. Was ist das hier? Müll. Müll. Kartons, die lieben wir ja. Hau ab da, Alter. Was ist das denn? Leck mir am Arsch da, Alter. Was ist das? Fischer Technik. Was ist denn das? Hau ab da, Alter. Ist das geil? Was ist das? Keine Ahnung. Der ganze Karton ist voll damit. Fischertechnik. Nehmen wir mit. Keine Ahnung, Alter. Was das ist? Ist das sowas wie Lego oder was ist das? Ist ja noch komplett. Geisteskrank. Ist das geisteskrank. Sehr gut, Freunde. Weitermachen. Let's go. Schauen wir mal. Was gibt's hier? Man muss hier echt scheiße aufpassen, weil das hier derbe glatt ist. Du legst dich hier einmal hin, du kommst nie wieder hoch. So, meine Freunde, was haben wir hier alles, Alter? Ehemaliges Aquarium. Was ist das denn hier? Etuis. Mit Brillen. Kann auch im Flohmarkt weggehen, weiß ich nicht. Nehmen wir mal was mit, ne? Oh, hier ein Bohrer. Sowas geht auch. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Hunderte Brillen. Also wenn das nicht weggeht auf dem Flohmarkt. Ist das crazy, Digga. Ist das crazy. Das sind nur Brillen drinne. Das sind ja nur Brillen. Ist das geil. Hammerhart. Nehmen wir gleich auf jeden Fall was mit. Wir suchen aber noch irgendwas Cooles. Aber das hier ist doch witzig. So, Freunde. Langsam, langsam. Das wird sie. Brillen? Ah, das? Ja. Die sehe ich schon, Papa. Die bin ich meine. Hey, was, ist noch mehr? Die bin ich meine. Wie meine? Eine. War ich schon, Papa. Nee, ich mal. Du kannst da gucken. Da noch mehr. Ah, alles voll. Guck, da alles voll. Hm. Seht ihr, Freunde? Irgendwelche Bulgaren, die klauen das ganze Metall. Und da könnt ihr mir keine Vorwürfe machen, dass ich da irgendwelche Kabel abknipse. Denn die sind ja hier auch unterwegs. So, das mal dazu gesagt. Kalt, ja? Ja. Ja, schweinekalt. Ein was? Ja, Schweine. Ah, du machst nur Metall, oder was? Ja, ja, ja. Ach du. Und was bringt ein Auto voll? Wie viel Geld ist das so? Ja, viel. Viel? Viel Tage. Da noch mehr, muss man mal gucken, da noch mehr Metall. Ja, Freunde, so ist das.
Das ist das Leben. Also ihr dürft mir alle keine Vorwürfe machen, dass ich hier ein bisschen Kabel mal abziehe. Ab und zu. Weil es wird ja sowieso gemacht. Also, munter bleiben. Ciao. Ciao, 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 ciao. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Würde uns natürlich wie immer sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich beim Zuschauen bei diesem Video. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin. Ciao.